Es ist erneut, und zwar zum zweiten Mal, Boss Time bei Paper Mario 2, die Legende vom Millionentor. So. Was, gegen dich muss ich kämpfen? Das wäre aber ziemlich lame. Es kann doch nur hier irgendwo sein. Da kommt jemand. Scheiße. Wahrscheinlich die Bullen. Oder vom Zoll, die du bin. Okay, auch hier brauchen wir alle 101. Frag mich auch, wie man ohne 101 hierher kommen soll. Aber egal. Wahrscheinlich gibt es hier irgendwo so ein super seltenes Item. Aber nee, das bezweifle ich dann doch. So, Bubu Juwel. Okay. Hier wird das Sternjuwel sein, schätze ich mal. Ja. Ja! Das Sternjuwel. Epic! Oh nein. Oh Mario, da ist es ja, das Sternjuwel. Ja, das war klar. Ey, schon wieder dieser Kerl. Da suche ich und suche und dann wird es mir einfach in Hände. Das Sternjuwel endlich wart für ein Glück. Aber wen sehe ich denn da? Ist das nicht Drossel, der an meinen Fall getappelt ist? Und der noch dazu das Pech hat, das Sternjuwel nicht bekommen? Oh, mein Mitleid ist grenzenlos. Aber ich habe Trostpreis für dich. Willst du wissen, was es ist? Jo. Es ist der Auslöser für eine Zeitbombe. Boom, und dieser schöne große Baum wird alle Winde zerstreut. Was? Natürlich mit allem, was so drin ist. Ich will meinen Teil genug von diesem morschen alten Baum. Also auf nimmer Wiedersehen. Wir tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao, Alividerci. Mario, ich denke, wir sollten hier schon nichts verschwinden. Alter, die Zeit läuft schon. Ah, scheiße, die Bubus. Ja, die sollte ich natürlich mitnehmen. So ist ja nicht. Mal schauen, wo wir rauskommen. Okay. Boah, nochmal alles untersuchen. Die Zeitbombe läuft weiter, ne? Leck mich. Okay. Ganz ruhig bleiben. Sind nur zwei Idioten. Muss noch nix heißen. Abgesehen davon, dass die Zeit trotzdem weiterläuft. Das hättest du gern. Tschüss, tschüss. Ey, wie sie es spannend machen. So, kommt schon. Steinsplitter. Wie geil ist das denn? Richtig schön dreist, ey. So, kommt. Raus hier. So, noch alle 101 dabei. Ich bin gerade total orientierungslos übrigens. Hab keinen blassen Schimmer, wo wir sind. Okay. Ich weiß, wo wir sind. Dann schnell raus hier. Sogar nicht mehr so weit. Und raus hier. Noch 193 Sekunden. Scheiße, komm. Das wäre so lame, wenn wir jetzt das nicht schaffen würden. Wieso sind es so wenig? Fehlen da welche? Nee, es sind noch alle 101. Okay, rein hier. Bevor noch irgendwelche Typen verloren gehen. Yes. Oh nein! Das muss ich auch noch machen. Sehr gut. Alle. Yes. Wir sind durch.
so. Auf die Gefahren, dass jetzt wahrscheinlich irgendein blöder Bosskampf kommt, rüste ich schon mal Gumbrina aus, heil mich nochmal. Speichern vielleicht. Kann ja nicht schaden, ne? Hi, hm? Wer bist denn du, du Heukugel? Lass mich durch, du alte Hexe. Ey, Frisse! Hast du mich eben alte Hexe genannt? Zeig gefälligst etwas mehr Respekt vor dem Altar. Auch wenn es nicht mein Leben kostet, ich muss dir jetzt mal was erzählen. Was soll das? Du verkalktes Fossil. Also damals, ich war noch ein blutjunges, lebenslustiges Ding. Autsch, das war zu viel um meinen Hexenschutz. Was kommt davon, mir eine Gardinenpredigt halten zu wollen? Hey, warte. Das war's wohl für dich. Du gibst uns auf die Stelle Shainwill zurück. Und dann verschwinde aus diesem Wald. Zumindest werde ich wohl erstmal den Zünder ausschalten. Okay. Das Problem hätten wir gelöst. Ihr kleinen Pissbullen, ihr lasst mir keine Wahl. Also... Ich nehme jetzt Bockeball und sperre euch ein. Halt, ne, ich sperre mich selbst ein. Los geht's. Grüßi Bart. Ihr werdet viel Spaß haben mit unserer neuesten Entwicklung. Neu von Sony. Extra entwickelt only for you, bitches. Ja, das war klar. Den Bosskampf, den lassen sie nie aus. Da schlagen euch schon Knie. Ist schon beeindruckend, Grüßi Bart, oder? Aber das ist noch gar nichts. Ich werde euch jetzt sagen, was Monster so kann. Wow, wirklich gigantisch. Aber irgendwas stimmt nicht mit ihm. Halten wir auf jeden Fall die Augen offen. Gut, schön. Links sitzen die Bubus und rechts die Grusionen. Okay. Tun wir ihn erstmal scannen. Und sag mir bitte nicht, dass ich Iorona unbedingt brauche. Das ist ein Grusibot. Ein Grusibot. Es gibt noch 100.000 weitere von ihnen. Grusillus steuert diesen Grusionen-Roboter. Maximal KP 30, Angriffskraft 2, Verteidigung 1. Besonders gefährlich ist sein Grusi-Jumper. Klar, der ist ja auch eher groß. Kann auch seine Arme abtrennen und dieses Apparat angreifen lassen. Die Arme gilt maximal KP 2, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Aber sind ziemlich stark. Vielleicht sollst du sie zuerst ausschalten. Wie findest du eigentlich das Design von diesem Grusibot? Ich weiß ja nicht. Pink? Da gebe ich dir sogar recht, Gumbrina. Das ist richtig scheiße, das Design. Wir versuchen es mal mit einer Stampfattacke. War das jetzt gut oder schlecht? Los geht's. Hier kommt Grusi-Stampfer. Au. Bitte keinen Statuseffekt, du Blöden. Nein, nichts. Dann wechsle ich jetzt zu Kupio, weil der, glaube ich, einen verstärkten Angriff hat, natürlich. Hat er ja auch. Ich versuche mal mein Glück mit dem Power-Dotze. Und das war scheiße. Schön, dass du ihn angreifst. So, das reicht. Du hast genug Schaden angerichtet. Alter, wie ich verkack. So, Panzerstoß. Mein Freund. Das war noch lange nicht alles. Schaut mal, was mein kleiner Freund so alles kann. Das wird euch aufwärmen. Ah, lustig. So, Arm ist tot. Direkter Angriff auf ihn. Yes! Das war das, was ich gebraucht habe. Alle BP. Vielleicht noch Sternpunkte wären nicht schlecht. Ach du Scheiße. Was war das denn? Egal, auf jeden Fall weg mit seinem scheiß Arm. Das machst du total overpowered. Ich
brauche einen Pilz. Danke. Kukio, steh bitte wieder auf. Klar, er holt sich neu. Ist schon klar. Au. Okay, es wird Zeit, Kukio auszutauschen. Ich hole mir mal Gumbrina. Scheiße. Das war eine schlechte Idee. Au. Alter, was ein Scheiß. Schöne Scheiße, schöne Scheiße. Hatten die gerade alle Steine in der Hand? Was soll die Scheiße denn? Okay, wir versuchen es nochmal mit den altbewährten Power Downs. Und der war eigentlich ziemlich effektiv. Okay, ich brauche einen starken... Ach, der liegt immer noch auf dem Rücken. Da wollt ihr mich verarschen. So, so wollte ich das. Nein, es funktioniert nicht. Man kann den Scheißangriff nicht timen. So, mehr Irona ist die einzige, die vielleicht irgendwie was ausrichten könnte. Leider. Weil das ist so lächerlich. Ja, nee, ist klar. Gleich wieder Arme zurückholen. Oh man, das ist langweilig, dass du das die ganze Zeit machst, mein Freund. Weil ich kriege dir deine Arme sowieso. Brauchst du es gar nicht zurückholen. Aber die Musik ist geil. So geht das nicht. Nein. Nein. Nicht schon wieder Schwindel. Das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Jetzt muss ich irgendwas machen. Ob das bei dem Typen funktioniert? Wir werden sehen. Nein, es funktioniert natürlich nicht. Scheiße, verdammte. Wir müssen den Typen down kriegen, ansonsten passiert ein Unglück. Ja, nee, ist klar. Einen Angriff mit den Teilen und ich bin am Arsch. Wir setzen Eis auch rein. Wir setzen Eis auch rein. Yes! Komm schon, wir kriegen ihn down. Wir kriegen ihn down. Das darf doch nicht wahr sein, dass das so eine schwere Geburt wird. Okay, ich bin befreit. Hör auf, mit Zacken nach mir zu schmeißen, du Arsch. So. Hey, komm. Jetzt reicht's mir. Verpiss dich, du Arschloch. Das kann nicht sein. Fuck. Das war's, mein Freund. Und tschüss. Wie soll ich das nur General Crucius erklären? Eines Tages werde ich es euch heimzahlen. Oh, was kommt denn das? Wartet doch auf uns. Fuck! Oh Maya, du warst umwerfend. Endlich wird unser Baum wieder so friedlich werden, wie er immer war. Wie versprochen, Cabrio, dieses Sternjuwel gehört jetzt dir. Das zweite von sieben Sternjuwelen ist unser. Du erhältst ein Sternjuwel. Deine Sternkraft beträgt jetzt 3. Na, lernt die Sternattacke Paralyse. Okay.
soll mir recht sein. Kapitel Ende. Wir haben das schlimmste Kapitel überstanden. Also von der... Ja, ihr wisst, was ich meine. So besiegte Mario Krozellus und erhielt das zweite Sternjuwel. Die Armee der Krozellus wurde vertrieben und der Friede kehrte zurück. Der Wunderwald war wieder erfüllt vom fröhlichen Geplapper der Bugus. Ja. Aber die Krozellus werfen diese Schmach wohl nicht auf... Nein, die Krozellus werden diese Schmach wohl nicht auf sich beruhen lassen. Sie werden alles unternehmen, um Marios Plan zu vereiteln. Schon klar. Ja, ich will speichern. Mal schauen, kommt jetzt als Peach oder Bowser? Wahrscheinlich wieder als Peach. Jo, das war's mit Mario. Und jetzt kommt... Natürlich der. Oh man. Was sagst du? Du kannst Krozellus nicht erreichen? Jawohl, wir warten auf einen Bericht von ihm, aber... General, bitte erlaubt uns zum Reden. Was ist denn? Erstatte Bericht. Offensichtlich hat Mario das Sternjuwel aus dem Wunderwald erbeutet. Was? Was ist mit Krozellus und dem Schattentrio? Darum mitteilen zu müssen, dass sie alle von Mario vertrieben wurden. Diesen Mario sollte man wohl nicht unterschätzen. Habt ihr etwas über die restlichen Sternjuwelen in Erfahrung gebracht? Bitte um Vergebung, General. Wir befinden uns gegenwärtig auf der Suche nach diesem Stein. Eins in Logarzburg, dann eins im Wunderwald, dann unser Sternjuwel aus Rohlingen. Das macht zusammen drei. Bleiben also noch vier Sternjuwelen. Setzt die Suche fort, pass auf, dass euch mal auch nicht wieder zuvorkommt. Zu Befehl. Mir scheint tatsächlich diese Karte zu besitzen. Na gut, von nun an werdet ihr jeder seine Schritte verfolgen. Zu Befehl. Noch etwas Hasch, mein Meister. Sei auf der Hut, Mario. Oh man. Ob Mario wohl meine Mail gelesen hat? Ach, und wie läuft denn das Leben im Palast? Vielleicht kann ich nie wieder auf rauschenden Bällen tanzen. Was soll nur aus mir werden? Keine Ahnung, ich muss dich wieder steuern, ne? Ja, ist klar. Hm? Oh, das war sicher Tech. Ich geh mal hier lang. Ach nee, hier ist nur wieder das Scheißbad. Nee, nee. Gut, wir gehen wieder zu Tech. La, la, la. Aufzug ist immer noch kaputt. Egal, gehen wir eben zu unserer versauten Computersau. Guten Tag, Peach. Danke, dass du gekommen bist. Ist mein Mail, Mario, angekommen? Ja, Empfänger Mario, bestätigt den Inhalt der Mail. Erhalt, ist egal. So ein Glück. Was gibt es heute? Sicher möchtest du etwas über Liebe wissen. Habe eben gehört, dass du im Ballsaal tanzen möchtest. Du hast das gehört? Ja, bitte Verzeihung. Bin auf Überwachung der Prinzessin programmiert. Meine Reaktion auf deine Worte war, ich möchte mit dir tanzen. Diese Reaktion ist mir unverständlich. Muss ich sie analysieren? Sie analysieren? Das kann man doch gar nicht analysieren. Wenn man etwas zusammen tun möchte, das ist Liebe. Denke ich zumindest. Aber du, also du bist ein Computer. Prinzessin Peach, bitte tanz mit mir. Moment mal. Wie könnte ich tanzen? Das, wie soll ich sagen? Es soll das gehen, dass ich mit dir tanze. Wie wäre es hiermit? Ich? Hast du das etwa gemacht? Na gut. Komisches Gefühl, mit sich selbst zu tanzen. Drücke die Knöpfe entsprechend der Anzeige auf dem Bildschirm, okay. Ich hab doch A. Nein, das war Y. Scheiße! Hey! Ich hab A.
Eine Scheiße. Also schnell reagieren muss man hier ja schon. Bitte lass es durchgehen. Danke, Peach. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Spaß? Das also Spaß? Das? Wie versprochen, Peach, du kannst eine Mail schicken. Gib mir das so du den Empfänger und deine Nachricht ein. Fertig. Kannst du es abschicken? Nachricht verschickt. Bitte geh auf dein Zimmer zurück. Muss die neuen Daten sofort analysieren. Die Daten, die den eben erfahrenen Spaß verursacht haben. Du bist schon ein seltsamer Computer. Falsch, ich bin der klügste Computer der Welt. Gute Nacht, Peach. Aha. Ja, frag nicht so blöd. Ich mach ja schon. Das was mit Peach, jetzt will ich aber noch Boss haben. Ja, nee, ist klar. Davon muss es sein. Nicht so schnell. So ist es, euer Scharfsichtigkeit. Meines Wissens wurde die Prinzessin in dem Dorf östlich von hier gesehen. Sehr gut, Gaby Cooper. Dann ist das unser nächstes Ziel. Ihr seid unglaublich männlich, euer Heißatmigkeit. Wird lustig. Auf geht's. Welt 1-1. Was bitte wird das? Und er hat unendlich Leben. Aua! Scheiß Crucio. Hier konnte man früher rein. Daneben nicht. Au. Gib Fleisch. Wie episch ist das denn? So ein Spiel würde ich mir echt mal wünschen. Nicht nur als Flash Game, sondern... Scheiße. Und nochmal. Ich habe hier gerade Ultra Flach Flash. Und wieder Gumba Schiss hat. Wie ich das feier. Moment, Welt 1-2. Von mir aus. Und noch mehr Fleisch. Yay! Ziel! Yes! Epic! Ziel! Nochmal! Herzlich willkommen in Blü... Alle Entdeckung, Koopas und Kinder zuerst! Ich will doch gar nichts von diesem Inslingen. Also wo ist die Prinzessin? Euer Verknalltheit zählt nur da. Aua, ja. Oh, meine Prinzessin. Ich hab dich immer gesucht, du Alte. Weißt du dich nicht? Der gute alte Bowser ist gekommen, um dich zu retten. Warum so still? Komm mit, ich zeige dir meine renovierte Festung. Die freudige Überraschung hat ihr ohne Frage die Sprache verschlagen. Die Herzen der Front sind unergründlich. So, das ist also die wahre Damenhaftigkeit. Nur eine schweigsame Prinzessin ist auch sehr attraktiv. Nein! Mein Schatz, mein lebensgroßes Prinzessin Peach Poster. Das gebe ich auf gar keinen Fall her. Nein, ein Poster. Oh, das kann doch nicht.
Was bin ich nur für ein Idiot? Oh. Aber Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Und jetzt frag nicht so blöd, ich will speichern. Ah, das war's mit Bosa. Mario, vielen Dank für alles, was du für uns getan hast. Endlich können wir wieder in Frieden hier leben. Musst du wirklich schon gehen? Schade, schade. Aber wann immer du meine weißen Ratschläge bedarfst, bist du herzlich willkommen. Wir alle würden uns freuen, dich wiederzusehen. Von nun an werden wir aufpassen, dass so etwas nie wieder passiert. Ich hoffe sehr, dass du die restlichen Steinjuwelen schnell findest. Vielen Dank, meine kleinen Freunde. Ich bin untröstlich, euch zu verlassen, aber ich besuche euch so oft wie möglich. Bis dann, Mario. Nice. So, jetzt will ich aber einen gescheiten Partner, also her mit Kupio. Auch wenn noch ein Opfer ist. Hat er immer noch mehr drauf als unsere Pussy? Und ja, wenn ich hier raus bin, beende ich auch den Part, weil der hat schon wieder Überlänge. Und so weit, ja. Mario, ich glaube, du hast gerade eine Mail bekommen, mal wieder. Wieso kann ich das Menü nicht öffnen? Achso, einfach so, okay. Mario, wahrscheinlich machst du dir große Sorgen um mich, aber es geht mir gut. Vielmehr mache ich mir Sorgen um dich. Meine Entführer scheinen, wie du intensiv nach den Sternjuwelen zu suchen. Ich versuche herauszufinden, was sie planen. Wenn ich etwas erfahre, werde ich dir wieder schreiben. Pass gut auf dich auf, Peach. Schön zu hören, dass es der Prinzessin gut geht. Ja, irgendwie, na, bist du auch froh? Vielleicht? Wäre voll epic, ey. Nein, ich will jetzt nicht gegen euch kämpfen. Auch nicht gegen dich, aber dafür gegen die und ich krieg gleich Schaden, weil es ein stachelige Gegner ist. Fuck off, fick dich. So, kurzer Prozess, meine Lieben. Ach nee, die haben vier, ne? Ach du Scheiße. Fuck. Das habe ich nicht bedacht. Ja, das machen wir jetzt. Abwehr. Oder Charge. Nee. Showeinlage. Hallo. Das bringt dir nichts. So. Jetzt aber. Weg mit euch. Komm schon, Level up. Yes! KP Plus! Gib sie mir, meine KP! Yes! Oh nee. Mehr Münzen. Super. Brauche ich nicht. Gleich der nächste Kampf, schon klar. Fick dich. Wir machen wieder dieselbe Prozedur wie vorher. Und der überlebt, super. Wat? Ach, oh, forget it. So, jetzt aber... Meine Scheiße. Komm schon, Sternpunkte verdoppeln, macht das bringt's eh nicht. Fuck off. Ja, ich beende jetzt hier schnell den Part, bevor er 30 Minuten lang ist. Ja, applaudier. So, fertig ist. So, wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Paper Mario 2, die Legende vom Millionentor. Nein, greif mich nicht an, du Arsch. Och. Nee, ich hab keinen... Oh. Mach das weg. Schon wieder meine ganzen BP weg sind.
bringt dir nichts. So, nein, das da. Und weg mit dir. So, fertig. Meine Scheiße. Ganz schön harte Brocken hier. So. Jetzt will ich aber hier raus. Ich will wenigstens noch in die Katakomben und euch dort verabschieden. Was, hier ist kein KP-Block? Ach, leck mich doch. Yes. So. Jetzt aber. Ciao. Bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 2, die Legende vom Yotor. Ciao.